Ja, passt. Bitte entschuldigt, Frau Post. Sie hat ihre Verschwiegenheit gebrochen. Oh! Rate mal, was gerade wieder eingespielt wurde. Weiß nicht. Das Piepen. Ach so. Ich dachte, ich hätte sie auf dem falschen Fuß erwischt, aber ihr Gekreische lässt mich aus den Latschen kippen. Möchtet ihr vielleicht... Viele schwören ja auf dieses Latschenkipper. Allgäuer Latschenkipper. Möchtet ihr vielleicht noch etwas zu... Aber jetzt im Ernst, haben Kipper nicht früher auf Schiffen gearbeitet? Ich kenne Kipper als so eine komischen Kipplaster. Oh, oder so. Ich meinte wahrscheinlich Skipper. Ah. Nicht zu verwechseln mit Flipper. Der auch ein Skipper war. Ja. Den ganzen Tag war er an diesen blöden Automaten gehangen. Flipper, ja. Und zwar einarmigen Banditen. Richtig. Was ist mit dem zweiten Arm passiert? Ich glaube, ich höre mein gleich auf. Ich lese mal weiter. Möchtet ihr vielleicht noch etwas zu Frau Erlingtons Aussage hinzufügen? Nein, eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. Lasst mich in diesem Falle eine andere Frage stellen. Ihr etwas hinzufügen zu dieser Aussage möchtet? Große Macht ihr habt, deswegen die Wahrheit ihr sagen solltet. Jetzt hast du irgendwie Spider-Man mit Star Wars vermischt. Was? Achso. Nein, auf große Macht folgt große Verantwortung ist Spider-Man. Richtig. Habt ihr vielleicht Frau Erlington von Herrn de Victoires Brief erzählt? Nein! Ich weiß nicht. Ach, Joe. Boom. Oh. Redet nicht um den heißen Brei herum, Zeugin. Beantwortet die Frage. Wenn ich einmal kurz unterbrechen dürfte. Nein! Ich sage momentan aus. Das interessiert hier keinen. Wenn ihr wünscht, Frau Post zu verhören, tut dies bitte, sobald ihr mit mir fertig seid. Er nahm mich. Ganz schön geltungsbedürftig, die Gute. Ja. Wie es aussieht, lässt sie nicht zu, dass ich Prost befrage. Frau Priya, Prost. Tochter von Alan, dem Rennfahrer. Und wenn sie darauf so versessen ist, dann ist das vielleicht ein entscheidender Punkt der Aussage. Ich muss einen anderen Weg finden, an diese Info zu kommen. Erpressung. Zeugen. Zeugen, fahrt mit eurer Aussage fort. Tschüss. Scheiße, wir kommen nicht mehr vor, weil sie ist Stau. Hier fährt schon die Aussage der Prozess. Ich weiß nicht, was dran ist. Ja, also die Aussage, jemand folgt dem, also die Leute folgen dem Prozess und die Aussage fährt fort. Ja, es sind schon mal mindestens 3 Autos. Je nachdem, wie viele Leute dem Prozess folgen. Ja, eben. Okay, keinen Grund, nochmal angreifen. Und diesmal durchlaufen. Aber diesmal lassen wir sie aussprechen. Mhm. Ach, Joey, was ist denn? Oder später was sagen. Ein paar Minuten. Ja. Jetzt darfst du. Ach, Mensch. Ach Mensch, ich will doch gar nicht. Ich will noch nicht. Aber ich will nicht aussagen. Alle waren nett und ermüdend. Und mir wurde... Was? Mitfühlend! Was lese ich denn? Du bist wohl auch ermüdet. Mhm. Alle waren nett und mitfühlend. Und mir wurden allerhand Dinge zugetragen. Brot, Stahl. Äpfel, Boote, Strände, Gesellschaften. Und der Prozess.
Ja. In einem Auto. Und außerdem... Wadenkrämpfe und Verspannungen. Wadenkrämpfe und Verspannungen. Ich muss wohl etwas aufgeschnappt haben. Von irgendjemandem. Irgendwann. Vielleicht war es Nena. Oder? Soll ich weitermachen? Ja, war das? Moment, du sprichst erstmal. Nein, ich glaube, da kam nichts an. Nun ja, es wurde. In der Tat. Viel so. Über den Vorfall gesprochen. Stimmt ihr dem Gerücht diesbezüglich zu, Verteidigung? Ja, das leuchtet ein. Günther. Ob Ihre Aussage wasserdicht ist? Mich springt ein Widerspruch an. Hier ist ein Vibra! Ein Vibra... Ja, der Widerspruch hat sie angesprungen. Hat ihn angesprungen. Es gibt einen riesengroßen Widerspruch in Frau Erlingtons Aussage. Ihr werdet so langsam sehr berechenbar, Herr Blauruck. Wenn es einen Widerspruch. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann hoffe ich für euch, dass ihr einen Beweis parat habt, um eure Anschuldigung zu belegen. Ich sehe uns jetzt schon das nächste Schild verlieren. Ja, das ist meine Chance. Es gibt nur einen Weg, diesen Widerspruch aufzudecken. Was ist denn der Widerspruch? Habe ich vielleicht keinen Beweis? Doch. Also, oder? Wir können es auch mal. Wir hatten schon mal, dass es nicht mit Beweis ging. Ja. Ja, aber. Worum geht's überhaupt gerade? Was sollen wir denn widersprechen? Na, sie hat gesagt, sie hat es von irgendwem aufgeschnappt. Das heißt, wir gucken erstmal in die Gerichtsakte. Zusammenfassung. So, okay. Die Wand hinter dem Gemälde war grün. Diese Sachen hier, die Skizze. Da war der Brief noch zu, auf jeden Fall. Aber was könnte der Beweis sein? Tipp? Ja, ich glaube, Tipp ist mir lieber als irgendwas zu verlieren. Ja, eben. Achso, aber ich weiß dann wahrscheinlich nicht, welchen Beweis. Wollen wir es erstmal... Wir haben so viele Hinweismünzen, ne? Die wir nie brauchen werden. Erstmal ohne Hilfe und dann den Beweis, sobald wir den Beweis präsentieren müssen, machen wir einen Tipp. Okay. Und dann geht's nicht mehr. Die Verteidigung ist bereit, den Beweis zu präsentieren. Nun gut, möge die Verteidigung nun einen Beweis der anderen Art präsentieren, was? Was widerspricht der Meinung? Das war wirklich so. Was unter. Widerspricht laut Meinung der Verteidigung der Aussage von Frau Erlington? Scheiße. Nee, das nicht. Welche Aussage denn? Ja eben, das ist es ja. Ich weiß es auch nicht so genau. Ist lieber Magi? Nee. Ja, was hat sie denn... Und was ging's denn da zuletzt? Jetzt hat Joey irgendwas in der Küche runtergeworfen. Nun für dessen Besitztümer verantwortlich. Aha. Dass sie ein Motiv hat. Nee, es ging darum... Dass sie diesen Brief, dass sie wusste, dass er an den Schöpfer Schöpfer adressiert war. Aber andererseits, dieser Brief war ja... Ich glaube nicht, dass sie jetzt, dass es jetzt was bringt, dass sie für dessen Besitztümer verantwortlich... Oh, Moment mal. Natürlich. Ne? Sie konnte Pia Post fragen, weil sie... die nächste Dings war. Würde ich meinen. Ach, darum ging's. Ja. Klingt zumindest plausibel. Joey, jetzt sei doch mal ruhig noch 5 Minuten. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja Pia jetzt nicht gehört und mit diesem, sie könnte es... Also, das ist ja, das sind ja zwei verschiedene...
es ist echt schwierig. Komm doch mal her, du. Sollen wir es mit Gene Erlington versuchen oder finden wir noch unter den Beweisen was? Weil ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll. Ich tendiere eher zu was anderem als Gene Erlington. Ja, aber was? Ja, da es um den Brief geht, am ehesten nochmal den Brief. Aber das kann doch nicht sein. Nicht nochmal. Wir hätten den Tipp erst nehmen sollen. Na, ich glaube, dann hätten wir nur gesehen, was von beiden wir klicken sollen. Meinst du? Aua! Ja. Ich denke. Ich habe Angst, dass wir irgendwo ganz am Anfang landen. Naja, du hast ja zwischen Saves. Apropos, kann ich noch speichern? Nein, natürlich nicht. Aber ich würde mal doch das Profil präsentieren. Einfach mal. Also gut. Nimm das! Auf deine Verantwortung. Das war's wohl nicht. Die Musik ist nicht ausgegangen. Oh. Hier ist der Beweis. Und nun. er zittert in Angesicht meiner genialen Beweisführung. Könnt ihr den letzten Teil bitte wiederholen? Das Gericht kommt nicht an seine Hörhilfe verlegt zu haben. Oh. Selbst ich habe niemals einen solch aufmerksamkeitsheischenden Spruch zum Besten gegeben. Ich habe ein wenig gezittert. Bei diesen eisigen Blicken läuft es mir kalt den Rücken runter. Oh. Phoenix, egal wie kalt alle anderen dir gegenüber sein mögen. Ich bin immer heiß. Diesen Beweis zu präsentieren war eine große Dummheit. Ey! Damit rumzuprallen war noch viel dümmer. Ja! Derjenige, der hier zittern sollte, seid einzig ihr, Herr Blauröckchen. Das war mal gar nichts. Ja, und ich kann nicht speichern. Bitte entschuldigen Sie, Herr Wright. Bitte entschuldigen Sie ihn kurz. Er muss auf die Toilette. Was gibt's, Luke? Hallo? Ja? Du? Ach, das bin ja ich! Was war denn bei mir in Anführungsstrichen rot? Also doch. Der Professor sagte so etwas Ähnliches, als Sophie vor Gericht stand. Warum war mir das klar? Wir waren sowieso in einer Sackgasse. Wir hätten den Tipp nehmen sollen, dann hätten wir das gesagt bekommen. Joey, okay, jetzt gib doch mal Frieden. Wenn ich so darüber nachdenke... Professor Layton hat etwas von einer anderen Art Waffe gesagt, die ich im Gericht einsetzen kann. Vielleicht sollte ich Joey, den auf. Im Hinterkopf behalten und es noch einmal probieren. Da schmeiß ich ein Kissen nach dir. Fahrt mit euren Aussagen fort. Okay, jetzt kriegen wir es aber richtig hin und zwar ohne einen Beweis. Und wir speichern sicherheitshalber schon mal hier an dieser Stelle, auch wenn wir noch nicht ganz fertig machen. Was ist denn der Jüngste? Der Älteste? Der da. So. Flutiflam. Flutidamm. Ein Flut. Flute den Damm. Flutendamm. Flutendamm. Moment mal. Flutidamm. So, okay, bla 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 bla. Ich habe leider keinen Beweis, so. Die Verteidigung beabsichtigt nicht, einen Beweis zu präsentieren. Bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte, nicht wie bitte, sondern wie bitte. Seien Sie wie bitte. Ah, hallo, hat mich jemand gerufen? Der Beweis, dass es einen Widerspruch gibt, kann in der Gerichtsakte jedenfalls nicht gefunden werden. Ah,